So, moin Leute aus Amerika oder auch genauer gesagt San Jose. Ich habe mir mal überlegt, dass wir heute mal... Oh, da kommt was vorbei. Ja, Moment. Ja, ich habe mir auf jeden Fall überlegt, dass wir heute mal in Amerika unterwegs sind. Ich muss jetzt hier erstmal gleich einen Zug fertig machen, da laufen wir jetzt erstmal hin. Es sind nämlich zwei Szenarien, beziehungsweise zwei Fahrplanfahrten. Wir fahren hier schön frisch am Morgen. Es ist 6.25 Uhr oder 26 müsste es jetzt sein, ist aber auch egal jetzt. Ja, das müsste unser Zug hier sein. Ja. Den machen wir jetzt erstmal fertig. Und ja. Ich werde das hier natürlich alles wie in der Realität fahren. So gut es geht. Es geht ja nicht immer alles realitätsnah, aber ich gebe mein Bestes. Na gut, ich hoffe, euch gefällt die Fahrt. Ich werde dann wieder sprechen, wenn wir... Entweder fange ich nochmal was an, zu sagen, wenn wir in San Jose gleich sind, oder wenn wir in San Francisco sind.
So, ich bin wieder da. Um 6.48 Uhr schaltet das Spiel um, dass die Türen halt offen sein müssen, damit die Leute einsteigen. Wann die Abfahrtszeit jetzt genau ist, weiß ich gerade nicht. Vielleicht eine Minute später. Auf jeden Fall empfehle ich da ein Stück vorzuspulen, weil sonst könnte es schnell langweilig werden. Ja, wir werden hier auf jeden Fall einen sehr schönen Sonnenaufgang erleben. Der passiert ja jetzt auch gerade. Wir fahren einen Expresszug, den Baby Bullet. Und ja, ich hoffe, das wird eine gute Fahrt, weil ich bin den schon lange nicht mehr gefahren. Mal sehen, wie ich das mit den Bremsen nochmal drauf habe, aber der ist ja Gott sei Dank nicht so schlimm wie unser rechte Kumpane hier. Weil das braucht schon Skill, um diesen Zug da drüben in einer punktgenauen Landung zu haben. Aber ja. Gut, also. Ich hoffe, es wird eine schöne Fahrt. Ich wünsche es auch für euch. Und ich werde dann nochmal in San Francisco was dazu sagen. Thank you.
Thank you.
So, da bin ich wieder. Also ich fand eigentlich, dass das eine recht entspannte Fahrt war, außer jetzt, dass ich halt zweimal eine Geschwindigkeitsübergrenzung hatte. Aber ich konnte es zum Glück noch schnell ausgleichen. Da habe ich wohl mich auf die Szenerie, habe ich zu viel drauf geachtet. Sah ja richtig gut aus. Ist auch einer meiner Lieblingsstrecken hier. Besonders morgens oder wenn ich nachts fahre, ist das richtig schön. Einzige, was mir nur nicht an den Zügen gefällt, ist, dass die Lichter immer so was von hell sind. Aber naja, es sind halt ein paar kleine Kinderkrankheiten. Wow. Ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, Kritik, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Ja, sage ich mal, tschüss, ne?